Die Spielerinnen haben das per E-Mail mitgeteilt bekommen. Das ist eine Einladung zu der Vorbereitung, also so wie unsere Einladungen immer aussehen. Mit einem Film erfuhr die Öffentlichkeit, wer dabei ist. Ihre Schützlinge hatte Trainerin Silvia Knight vorab ganz modern per E-Mail informiert, dass sie beim ersten Vorbereitungslehrgang auf die WM ab dem 11. April in Bitburg dabei sind. Nur die 26 Auserwählten haben Chancen auf die WM. Knights vorläufiger Kader weist wenig Überraschungen auf. Dabei sind 15 Weltmeisterinnen von 2007 und 5 U20-Weltmeisterinnen. Babette Peter ist 88 geboren, eine Birgit ist 1977 geboren, also sie ist sehr, sehr erfahren und immer noch gut. Also ich denke, wir haben einfach eine gute Mischung von älteren Spielerinnen und von jüngeren Spielerinnen, die aber auch schon Erfahrung haben. Der Druck ist enorm, denn alle gehen davon aus, dass die deutsche Mannschaft wieder Weltmeister wird. Auch Silvia Knight hält das für realistisch, hat im Moment aber ganz andere Sorgen. Also ich freue mich jetzt ehrlich erstmal darauf, dass wir jetzt beginnen können zu trainieren, zu arbeiten. Alle anderen Nationen, die sind uns schon ein, zwei Schritte voraus, weil die haben schon einige Länderspiele gemacht in diesem Jahr. Also gerade unser Eröffnungsgegner Kanada, die haben noch gar nicht angefangen und das macht mich ehrlich gesagt so ein bisschen unruhig. Unruhig dürften auch einige Spielerinnen in den Lehrgang gehen. 5 erwarten noch schlechte Nachrichten. OK-Chefin Steffi Jones kennt den Ablauf ganz genau. Sie hat sich selbst schon bei mehreren Weltmeisterschaften beweisen müssen. Generell freue ich mich für jede Einzelne, die es geschafft hat von den 26. Und ja, also ich habe auch schon Gänsehaut. Ende Mai will Silvia Knight entscheiden, wer gehen muss. Keine braucht sich aber zu sorgen, dass sie grundlos aussortiert wird. Was ich bisher immer gemacht habe, dass ich den Spielerinnen, die eben nicht dabei sind, auch immer ganz genau mitteile, warum sie nicht dabei sind, dass sie einfach damit was anfangen können, weiter an sich arbeiten und weitere Ziele auch haben. Das Ziel der deutschen Nationalspielerinnen ist klar, die Titelverteidigung im eigenen Land. Es soll ein rauschendes Fest werden. Schon jetzt sind alle deutschen Spiele ausverkauft, insgesamt 500.000 Tickets abgesetzt.